Belgische Pommes sind weltbekannt und ich zeige euch heute einmal die Geheimnisse hinter belgischen Pommes und ja, wie man die am besten zubereitet. Also kräftig anschnallen, los geht's. Fangen wir mal mit den Kartoffeln an. Und zwar braucht ihr für belgische Fritten eine mehlig kochende Kartoffel. Warum braucht man eine mehlig kochende Kartoffel? Ganz einfach, wenn man mehlig kochende Kartoffeln zu Pommes zubereitet, dann werden die von außen schön kross und von innen schön fluffig. Jetzt gibt es ja in Deutschland so drei Arten von Kartoffeln. Das heißt, einmal haben wir ja diese mehlig kochenden Kartoffeln, dann gibt es ja diese vorwiegend festkochenden Kartoffeln und ja, festkochende Kartoffeln halt. Grundsätzlich kann ich euch als Pommesman sagen, kann man aus allen Kartoffeln Pommes machen. Die Frage ist immer nur, was für ein Endergebnis will man denn haben? Wenn man mehlig kochen hat, hatte ich gerade schon gesagt, außen groß, innen fluffig. Wenn man festkochende Kartoffeln nimmt, dann bekommt man sie auch außen auch kross, aber sie werden dann von innen eher cremig. Aber wir sind ja heute bei der belgischen Variante und deswegen nehmen wir heute mal die billig kochenden Kartoffeln. Noch etwas zu den Sorten. In Holland und in Belgien wird eigentlich die Kartoffelsorte Bientje dafür benutzt. Die ist aber in Deutschland nicht überall verfügbar. Ich habe jetzt hier eine Sorte, die nennt sich Gunda. Aber es wird damit genauso gut funktionieren. Als allererstes müssen die Kartoffeln natürlich geschält werden. Einige gibt es auch, die das mit Schale machen. Viele raten davon auch immer ab. Aber wie gesagt, wir sind ja heute bei der belgischen Variante. Deswegen einmal die Kartoffeln ganz einfach schälen, dann einmal kurz waschen und dann einmal klein schneiden. Laut belgischen und auch holländischen Wissenschaftlern ist die optimale Breite eines Pommesstäbchens 11 mm. Also nicht dünner und auch nicht dicker. Die haben da so ein paar Tests gemacht und wie gesagt, 11 mm sind auf jeden Fall die perfekte Dicke von dem Ganzen. Wenn die Kartoffeln dann geschnitten sind in diese passende Stäbchenform, ich habe das jetzt in diesem Fall mit einem schönen, das nennt sie so Buntmesser, damit kann man auch so Gurken verzieren und alles andere an Obst und Gemüse, dann kann man sogar noch rein theoretisch oder wissenschaftlich betrachtet die Oberfläche der Pommes noch etwas vergrößern, was es dann halt eben noch knuspriger macht. Muss man jetzt nicht, man kann auch mit einem ganz normalen Messer das Ganze auf 11 mm runterzwirbeln und wenn das alles dann klein geschnitten ist, das Ganze einmal nochmal schön gut abwaschen. Und guter Tipp für die, die halt eben für später Pommes brauchen und dann halt eben keinen Bock haben auf diese ganze Vorbereitung. Wenn ihr das Ganze über längere Stunden halt eben irgendwo lagern wollt, dann nehmt euch einfach einen Topf, macht den voll mit Wasser, kippt da die Kartoffeln oder die Pommesstäbchen, die rohen Pommesstäbchen rein. Dann können die auch mehrere Stunden dort gelagert werden, ohne dass sie halt eben braun werden. Ja, das war nun Geheimnis Nummer 1, wobei das die meisten wahrscheinlich von euch da draußen schon wissen. Geheimnis Nummer 2 ist aber, dass in belgischen Pommes oder belgische Pommes werden in einem speziellen Frittierfett frittiert. Während zum Beispiel in Deutschland und auch, ich würde jetzt einfach mal sagen, dem Rest der Welt, die meisten oder 99% aller Leute das Ganze in pflanzlichen Ölen oder Fetten machen, also sprich Rapsöl, Sonnenblumenöl, Erdnussöl, ich weiß nicht, was es da noch alles für Öle gibt. Wie gesagt, jedes Land oder jede Region hat da wahrscheinlich ihre eigentlichen Unterschiede. Deswegen ist Belgien eigentlich da so bekannt, dass sie das Ganze in Rinderfett machen. Problematik bei Rinderfett ist nicht, dass man das nicht da drin machen kann, sondern die Problematik ist eher, dass man das hier eher schwieriger bekommt. Ich habe das Ganze, das nennt sich, wie nennt sich das? Blanc de Boeuf, also sprich wahrscheinlich Öl des Rindes, so ungefähr, habe ich bei Amazon bestellt. Und ja, es ist auch nicht wirklich sehr günstig, wenn ich das gegenüber rechne, gegenüber wir nutzen zum Beispiel beim Catering, also auf dem Imbisswagen habe ich eine 25 Liter Ölfritteuse und ich habe dort immer 100% Rapsöl. Und wenn ich das jetzt runterrechne auf meine kleine Fritteuse hier, da passen 4 Liter rein, dann bin ich so ungefähr bei, ich würde jetzt mal sagen, so 4 Euro ungefähr für eine Rapsölfüllung. Sonnenblumenöl dürfte sich wahrscheinlich nicht viel tun. Wenn wir jetzt aber zu diesem Blanc de Boeuf kommen, also diesem belgischen Rinderfett, dann ist man ganz schnell annähernd in Richtung 30 Euro. Und das ist schon, doch ein gewaltiger Unterschied. Ich habe leider keine andere Quelle gefunden hier in Deutschland. Gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich habe mal gedacht, wenn wir denn schon ein Video machen über belgische Pommes, dann sollten wir doch wenigstens das originale belgische Rinderfett auch nehmen. Nachteil ist halt eben, wichtig ist halt nur, wenn ihr euch das besorgt, dann müsst ihr das Fett vorher auslassen. Steht zumindest bei mir auf der Fritteuse auch sogar drauf. Steht auf der Verpackung dort nicht drauf. Der Hintergrund beim Auslassen ist einfach nur, dass man keine Blockfette in einer Fritteuse einfach so reinlegen sollte und dann die Fritteuse anmachen sollen, weil diese Heizspirale sehr heiß wird und es dann passieren kann, dass dann irgendwelche noch nicht verflüssigten Fette dann einfach verbrennen und dann das Fett
damit versauen. Deswegen einfach kurz vorher einen Topf nehmen, das Ganze dort einmal auf geringster oder kleiner Stufe auf dem Herd einfach ein bisschen verflüssigen. Das muss jetzt auch nicht ultraflüssig sein. Wichtig ist halt nur, dass man das so weit verflüssigt, bis diese Heizspirale komplett überdeckt ist vom flüssigen Öl. Und danach kann man auch den Rest, also muss man nicht auslassen, sondern kann diese Stangenfette oder Blockfette halt eben damit zur Fritteuse hineingeben. Das nur mal so als Hintergrund. Noch ein, zwei Hinweise zum Rinderbœuf, also Blanc de Bœuf. Nummer eins, dadurch, dass man das da dann, also die Pommes da drin badet, ist es dann natürlich weder vegetarisch noch vegan. Das sollte eigentlich einleuchtend sein. Aber wenn ein Veganer oder Vegetarier von euch schon mal in Belgien war, hat gesagt, die Pommes schmecken dort besonders lecker. Ja, das sagen die euch nicht und ihr wundert euch dann, warum ihr dann so leckere Pommes gegessen habt. Ja, es lag an dem Rinderfett. Und nur zu Nummer zwei, wenn die Fritteuse natürlich wieder abkühlt, dann wird das Fett auch aus dem flüssigen Zustand wieder fest werden. Und ja, das kann man natürlich dann nicht auslassen, ist aber dann in diesem Fall egal, weil diese Heizspiralen ja komplett von diesem Fett umschlossen sind. Und dann kann das einfach beim nächsten Mal wieder verflüssigen, sprich aufheizen. Noch was für alle, die denken jetzt von wegen, oh, das stinkt jetzt hier, wie als würde man hier einen Rind abschlachten. Nein, das Rinderfett, auch wenn es Rinderfett ist, ist komplett geruchs- und auch geschmacksneutral. Nicht logischerweise, weil wir das ja extra deswegen machen, damit wir halt eben diese belgischen Pommes kriegen. Aber es riecht halt eben nicht je nach Kuh oder Rind oder Kuhstall oder sonst was. Aber ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal die Fritteuse an und dann geht es gleich an die nächsten Geheimnisse, und zwar die des Frittierens. Kommen wir nun zum dritten Geheimnis von belgischen Pommes. Ich habe die Fritteuse jetzt auf 140 Grad eingestellt. Und zwar werden holländische wie auch belgische Pommes immer, grundsätzlich immer, zweimal frittiert. Einmal mit einer etwas niedrigen Temperatur und dann mit einer normalen Temperatur von 175 Grad. Aber wir sind jetzt erstmal beim ersten Part, und zwar 140 Grad. Und das hat diesen folgenden Hintergrund, also nicht sofort auf 175 oder noch höher die Fritteuse einstellen. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass die äußere Schicht der belgischen Pommes nicht verbrennt. Also damit die Pommes nicht zu schwarz werden, weil sie innen ja noch nicht durch sind. Deswegen 140 Grad. Erste Abteilung. Und wie sich Pommes dann anfühlen, das zeige ich euch jetzt. Die Pommes müssen so circa zwischen 3 bis 5 Minuten ungefähr so frittiert werden. Es liegt halt eben daran, wie gut ist eure Fritteuse und auch wie groß ist die Menge an belgischen Pommes, die ihr dazu bereiten wollt. Grundsätzlich gilt als Faustformel, wenn die Pommes so leicht goldbraun sind, ganz leicht goldbraun sind und von außen so sich so mit so einer Zange so ein Hauch von knusprig anfühlen, dann könnt ihr die Pommes hochnehmen, und jetzt müssen die Pommes, so wie sie sind, mindestens 10 bis 15 Minuten ruhen. Heißt einfach, ganz einfach im Umkehrschluss, dass die sind ja immer noch heiß, die sind von innen ja immer noch roh, dass sie halt eben jetzt schon mal so ein bisschen nachgaren können, wie so ein gutes Steak halt. Und vom Geruch her, wie gesagt, Anfang sagte ich, das ist komplett geruchslos. Jetzt, wenn man eine ganz feine Nase hat und beim Frittieren so ganz genau hinriecht, nicht hinsieht, sondern hinriecht, dann riecht man so einen Müh an Rinderfett. Ein Müh, also wirklich nur ein Müh. Aber man muss schon wirklich eine sehr gute Nase dafür haben. Aber ich habe die Fritteuse jetzt hochgepumpt auf 175 Grad, und sobald die jetzt eingeheizt ist und wir eine Viertelstunde gewartet haben, geht es an die zweite Friturschicht, damit unsere belgischen Pommes auch richtig lecker werden. Ja, 15 Minuten sind rum, die Fritteuse ist aufgeheizt auf 175 Grad und wir senken das Ganze jetzt nochmal ab zum zweiten Mal. Und zwar jetzt genau so lange, bis sie von außen richtig goldgelbbraun sind und so richtig knusprig von innen drin fluffig sind. Aber dazu gleich mehr. Und wenn es so raschelt, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, Pommes da rein. Natürlich mit Pommesmensalz salzen. Schwenken und natürlich ganz stilecht die Schale füllen. Und natürlich, wie sich das gehört, gibt es jetzt einmal Rot-Weiß, einmal Ketchup und einmal Mayonnaise. Sieht das nicht
das nicht geil aus. Und jetzt testen wir mal. Schön in Rinderfett. Und natürlich schön heiß. Oh, hot, hot, hot. Ja, jetzt kennt ihr alle Geheimnisse hinter belgischen Pommes. Eigentlich kein großartiges Hexenwerk. Man muss halt nur so ein paar Sachen beachten und bedenken dabei. Ja, steht dem Gaumengenuss nichts mehr weniger. Und wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Oh, ist das lecker, Alter. Berichtet mal, macht mal nach. Und tschüss, Kiss. Oh, die sind doch. Boah. Mal. Na, wo hast du denn, ey?